Hallo, mein Name ist Stefan Becker-Sippe, kurz genannt Besi. Ich bin aus dem Hause Zeppelin Baumaschinen und bin da in der PET, Projekt- und Einsatztechnik, als Einsatztechniker und zertifizierter Caterpillar-Instruktor angestellt. Ja, wie hier schön zu sehen, ich stehe vor einem unserer neuen Walzenzüge, vor der CS12GC. Das ist ein Walzenzug aus der 12-Tonnen-Klasse. Einsatzgewicht genau 12,6 Tonnen. Und ich würde euch jetzt gerne mal mitnehmen auf einen Rundgang um unseren neuen Walzenzug. Ich würde später mit euch gerne mal noch in die Kabine gehen, euch zeigen, was wir da noch alles für Features drin haben. Und würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Dann folgt mir doch jetzt einfach mal. Ich habe mir angewöhnt, ich fange grundsätzlich bei einem Maschinenrundgang im Knickbereich an. Und da haben wir hier als allererstes mal ein wartungsfreies Knickgelenk. Das heißt, da sind keine Schmiernippel drin, nichts. Was wir hier haben, ist einmal hier von unserem Lenkzylinder, Vorderseite und Hinterseite. Einmal am Tag, sprich alle 10 Betriebsstunden, ein paar Stöße reinmachen. Und ansonsten gehen wir auch schon weiter. Gehen wir mal zum Heck der Maschine. Und hier will ich euch kurz noch unsere neuen Verzurpunkte vorstellen. Wirklich kinderleicht zu erreichen. Werden die Ketten ganz schnell angelegt. Wir öffnen unsere Haube. Vergesst bitte nicht, den Sicherungsbügel aufzustellen. Nicht, dass aus irgendeinem Grund die Haube mal runterknallt. Dann sehen wir auch hier schon den Vorratsbehälter für Motorkühlmittel. Wir sehen hier den Luftfilter mit Schnellverschlüssen. Also ratzfatz rausgeholt zum Reinigen. Dann haben wir hier unseren Kraftstofftank. Wir haben hier den Batterie-Hauptschalter sitzen. Wir haben hier unsere wartungsfreie Caterpillar-Batterie. Des Weiteren haben wir hier sitzen unseren Kraftstofffilter mit Wasser- und Schmutzabscheider. Wenn ich jetzt hier mal einen Schritt rumgehe, dann sehen wir hier schön den Einfüllstutzen für unser AdBlue. Geht übrigens 14 Liter rein. Sind wir hier am Motor angelangt. Wir sehen hier ein Original Caterpillar Vierzylinder. Der nennt sich 3.6, leistet 112 PS, 3,6 Liter Hubraum und was ganz wichtig ist, er erfüllt die Abgasnorm Stufe 5. Was haben wir hier alles? Wir haben hier einmal unseren Motorölpeilstab. Das passt. Wir haben hier unseren Motoröl-Einfüllstutzen. Wir haben hier unsere Verschmutzungsanzeige für den Motorluftfilter. Und wenn ich jetzt hier mal so oben reinschaue, wir haben hier Anlasser-Lichtmaschine sitzen. Ich denke mal, für den Fall, dass da was dran sein sollte, wartungsfreundlich angebracht, also gut zu erreichen. Und das sind wir hier soweit durch. Würde ich sagen, ich mache mal eben die Haube wieder runter, Sicherungsbügel umlegen. Dann haben wir hier unseren Gurt. Und schon sind wir hier wieder angelangt. Wir haben hier die zwei Schmiernippel. Bitte vergesst nicht, einmal die Woche bzw. alle 50 Betriebsstunden ein paar Stöße rein. Dann haben wir hier unseren Hydrauliköl-Filter. Wir haben hier das Schauglas für Hydrauliköl-Kontrolle. Das wäre der Einfüllstutzen fürs Hydrauliköl. Wir haben hier sehr schön zugänglich den Einfüllstutzen für unser Scheibenmischwasser. Und da würde ich auch sagen, wir gehen schon mal vorne an unsere Bandage. Hier ist eigentlich erfreulich zu erzählen, dass sie wirklich sehr wartungsarm ist. Und ja, wir haben hier Ölwechselintervalle von 3 Jahren bzw. 3000 Betriebsstunden, je nachdem, was wir zuerst erreichen. Ansonsten einfach nur die Bitte, guckt ihr jeden Tag mal eben rein, guckt mal hier nach unseren Hydraulikschläuchen, ob hier alles dicht ist, guckt, ob wir vielleicht irgendwelche Beschädigungen an unseren Segmentblöcken haben und das war es auch schon. Und da würde ich sagen, folgt mir und dann will ich euch hier noch ganz kurz unser Vorder- und Verzurpunkt zeigen, hinten der schön zu erreichen, hier vorne der genauso gut zu erreichen. Und würde sagen, kommt mit mir in die Kabine, wir schauen uns jetzt mal an, was es da alles gibt. Wunderbarer Aufstieg, also man kommt wirklich sehr schön rein. Ich mache mich jetzt erstmal salonfähig hier. Brille weg, Handschuhe weg, Helm, können wir alles hier schön hinhängen. Ganz wichtig, unser Sicherheitsgurt. Da würde ich sagen, stellen wir unsere Lenksäule noch ein. Passt so. Ja, machen wir die Tür zu und dann starten wir mal. Wir kennen es von unseren Caterpillar-Geräten. Das Display macht einen kurzen Selbstcheck. Wir bekommen hier rechts die Kraftstoffstandanzeige angezeigt. Links haben wir AdBlue-Standanzeige. In der Mitte haben wir ein Drehzahlmesser. Oben haben wir die Volt-Anzeige und unten die Betriebsstunden. Optional ist unsere Maschine auch auszurüsten mit einem CMV bzw. mit einem MDB-Verdichtungssystem.
Und natürlich können wir die Maschine auch mit einem flächendeckenden Verdichtungssystem von Sitec ausrüsten. Ich will euch mal kurz noch zeigen, was wir hier noch für Schalter haben. Wir haben einmal hier unsere zwei Amplituden. Die große Amplitude verdichtet bis 2 mm, die kleine 1 mm. Und wir können hier einen Herzbereich fahren zwischen 28,6 und 33 Hertz. Der Schalter hier gefällt mir ganz gut. Was hat der für eine Funktion? Wir sehen hier Automatik. Bedeutet, wenn ich die Automatik auswähle und ich bin jetzt am Verdichten und ich mache Fahrtrichtungswechsel von vorwärts auf rückwärts oder umgekehrt. In dem Moment, wo ich meine Geschwindigkeit reduziere, kurz bevor dass ich zum Stillstand komme, schaltet sich meine Amplitude automatisch aus. Ich gehe in die andere Fahrtrichtung und automatisch schaltet sie mir wieder ein. Hat den großen Vorteil, ich kann hier nicht zu spät oder gar vergessen, meine Amplitude manuell auszuschalten. Dann sehen wir hier unseren dritten Taster. Hier kann ich auswählen, große, kleine Fahrstufe. Dann haben wir hier unseren Informationsschalter. Der zeigt mir jetzt eigentlich gar nicht viel an. Der kommt erst dann ins Spiel, wenn wir hier unsere Maschine mit entweder CMV bzw. mit MDB-System ausgerüstet haben. Dann haben wir hier noch unsere Arbeitsscheinwerfer. Wir haben hier die Rundumleuchte. Und das war es auch schon wirklich hier aus unserem, für meinen Empfinden, sehr aufgeräumten Display. Und aus unserem Arbeitspult. Was haben wir denn hier an der Seite noch alles? Wir können hier unsere Motordrehzahl regeln. Bedeutet, wenn ich hier einmal drauf drücke, geht mein Motor automatisch in den Eco-Mode. Und erst wenn ich ein weiteres Mal drauf drücke, geht er in maximale Arbeitsdrehzahl. Und wenn ich wieder zurück will in den Eco-Mode, einfach hier wieder drauf, beziehungsweise nochmal drauf. Und er geht wieder runter ins Standgas. Dann haben wir hier unsere Parkbremse. Hier haben wir unsere Hupe. Und hier haben wir noch ein Notaus. Wenn ich jetzt einmal hier hochschaue, dann haben wir hier oben einmal nochmal den Taster für Heckscheibenwischer mit Waschanlage. Linke Hand haben wir den Frontscheibenwischer mit Waschanlage. Und oben drüber schön angebracht die serienmäßige Klimaanlage. Und ja, wir müssen alle Caterpillar Klimaanlagen, die sind am Markt einfach unerreicht. Wenn ich mich jetzt hier mal so umgucke, ich habe sehr passend angebrachte Rückfahrspiegel. Ich habe in der Kabine habe ich nochmal zwei Spiegel drin. Wenn ich vorne auf meine Bandage gucke, also wirklich, ich bin überwältigt. Ich habe die komplette Bandage im Blick. Hier ist nichts, was mich irgendwo stört. Ich habe eine riesengroße Glasfläche hier vorne und kann wirklich Bandage rundherum einsehen. Was mir auch gut gefällt hier in unserer Maschine. Ich kann hier das Fenster aufklappen, ich kann es arretieren. Mach's hier wieder los. Dann kann ich, wenn ich mal Kanten fahre, kann ich wirklich mal rausgucken, dass ich exakt sehe, wo ich mich gerade befinde. Lassen wir es einfach mal auf. Dasselbe haben wir natürlich hier auf der rechten Seite auch. Eins haben wir noch vergessen. Unser Sitz ist nämlich ein luftgefederter. Also die kann ich wirklich einstellen, wie ich sie brauche. Der hat Lendenwirbelverstellung, kann meine Rückenlehne verstellen. Also ich kann mir hier wirklich richtig schön gemütlich drin machen. Und ja, das habe ich jetzt bereits getan. Das passt alles. Konsole runter und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und würde mich freuen, wenn ihr jetzt eine Runde mit mir fahrt.